Also, die jetzt schon den Monitor anschreien, der Idiot läuft ja schon wieder den falschen Weg rein am Anfang. Nee, falsch ist das neue richtig. Hinten fällt ja ein Trail weg und dann nehmen wir jetzt alternativ diesen, um rüber auf den Waldweg zu kommen. Ja, da geht's schon los, ne? Das ist mit dem Scheißlaub. Wo genau geht jetzt der Weg? Geht da erst noch da? Ne, da ist schon. Da, ich glaube mal hier. Ich glaube, das ist er. Aber das ist das Schöne an dem Herbstlaub, man sieht die Wege da drunter nicht mehr. Fast so schön wie durch den Schnee zu laufen. Ah. Friedfalsch. Ja, das wird direkt am Anfang wieder spannend. Aber doch. Ja, die Enttäuschung ist groß. Ich habe den Weg gefunden. Trotz Laub. So, das ist die Dilemma-Ecke, die ich bei Tageslicht. Da könnt ihr gehen, da geht es über die Brücke. Jetzt gucke ich mal, ob der Reifen noch da liegt. Denn hier ist ja die nasse Stelle. Ja, da liegt der Reifen noch. Aber den brauchen wir eigentlich gar nicht. Da wäre die Brücke. Es ist heute nur ein bisschen schlammig, aber es gibt Zeiten, da kann da schon mal ein richtiges Wasserloch, richtiger Tümpel stehen. Und dafür haben die dann die Brücke da gebaut für die Otto-Normalwanderer. Ja, nicht mehr ganz so grasig, wie er früher mal war. Hier ist gefahren worden und da ist überall kein Wald mehr. Puh. Naja, ist auch auf seine eigene Art gruselig. Mit dem zerfahrenen Weg. Also ein paar Wasserlöcher kann man noch erkennen. Ah. Wir müssen geradeaus weiter. Da stand letztes Mal noch Wald. Das ist das, wo wir hier so diagonal den Weg hatten, der dann hinten rüber geht. Mal gucken, ob wir die Spur noch finden. Die müssen jetzt ein paar Meter weiter abzweigen. Ansonsten müssen wir halt einfach nach Luftlinie peilen. Ich glaube, da kommt was. Wir versuchen nochmal den alten Weg zu nehmen. Ansonsten, na, mal schauen. Zur Not geht's querfeld ein. Denn das geht schon wieder. Ah ja. Ja. Doch, jetzt kommt der Rechtsknick. In Ansätzen noch erkennbar. Ah ja. Mal gucken. Oder bin ich jetzt zu früh abgebogen und das war der Weg? Kann auch sein, ja, da war ich zu früh, macht nichts, war auch schön. Ja, da ist der Zaun, jetzt müssen wir ein bisschen rechts halten. Ja, das war der Reisighaufen, den sie auf die Mountainbike-Spur gelegt hatten. Das ist der Zaun, an dem ich jetzt parallel runter wollte und der ist neu. Da müssen wir jetzt einen neuen Zaun des Grauens austesten. Ja, das ging doch recht gut. Das ist halt neu. Wir kommen ein bisschen weiter rechts auf dem Weg. Müssen halt ein paar Meter mehr darauf als früher. Macht nichts. Ja, kann man es auf dem Video sehen. Es regnet ein bisschen. Ein paar kleine Tröpfchen
Und hier steil bergab ist immer noch ordentlich reisig, zumindest auf dem unteren Stück, aber man kommt schon wieder super gut durch. Da muss ich schon wieder den Endscreen erweitern. Weder das Eichhörnchen noch Dachse haben wir gegessen. Der war schon so. Ja, genau. Nur fürs Protokoll. Ja, man kann den Fahrdamm gut erkennen, aber die Wildschweine haben hier für wunderbare Aufweichung gesorgt. Sag mal, ist das hier? Das ist unsere super nasse, matschige Stelle gewesen. Jetzt haben wir da nur so ein paar kleine Rinnsale gehabt. Ein bisschen enttäuschend. Nee, meine Erinnerung hat sich getäuscht. Das ist die nasse Stelle. Und sie enttäuscht uns nicht. Aber wo geht unser Weg weiter? Da. Ja, wenn man immer noch einmal im Jahr hier vorbeikommt und dann nur im Dustern. Ja, doch, da ist unsere Trassierung wieder. Bin ich beruhigt. Selbst bei trockenem Klima haben wir hier doch noch nasse Socken. So, die Badewanne. Diesmal laufen wir nicht links, sondern rechts rauf. Denn hier oben irgendwo müsste der Trampelpfad ja sein, den ich neulich Richtung Burg gelaufen bin. Jetzt ist nur die Frage, wo ist der? Ich würde mich nicht wundern, wenn ich schon drauf stehen würde. Aber hier in dem Laub ist mehr oder weniger gar nichts zu erkennen. Man sieht nichts, ne? Aber guck mal da, das sieht doch nach einem Weg aus hier, ne? Ne? Das ist ein Weg, ne? Genau. Dann laufen wir jetzt hier den Weg. Gerade hier, ne? Genau. Das hier müsste sein. Ja, es sieht verdächtig nach dem Weg aus. Ich denke mal, ich habe ihn gefunden. Auch wenn das jetzt enttäuschend ist, aber Richtung stimmt. Ja, ich denke mal, ich habe ihn getroffen. So, der Witz ist gut. Wir haben zwar die Spur gefunden. Da geht's hoch auf die Koppeln. Wir müssen aber hier irgendwo weiter und der Weg ist nicht mehr zu sehen. Obwohl das eigentlich ein Pfad ist, der von Wanderern frequentiert wird. Wurschteln wir uns mal irgendwie da durch. Ja, die Markierung, die ist falsch. Das geht hier nur die Schneise rauf und runter. Ja. In dem Laub siehst du ja auch nichts, ne? Ja, auch ohne den Pfad konkret gesehen zu haben, sind wir genau an der richtigen Stelle rausgekommen. So, das Experiment, zweiter Teil. Den Parallelweg auf der anderen Seite jetzt finden. Wo geht der Trampelpfad lang? Ja, Pech haben jetzt den Einstieg damit zugelegt. Aber ich glaube fast, dass wir der Markierung trauen können. Oder? Ja, das ist platt getreten. Ja, hier ist er. Mal gucken, ob wir dem jetzt mal komplett bis dahin folgen können, wo wir hinwollen. Boah, ist das schwer zu erkennen, wenn du bist hier. Hier geht's lang. Wunderbar. Ja, doch. Und wenn die hier gefällt sind, dann fällt die Markierung weg. Denn das ist nämlich wahrscheinlich so gemeint. Die werden dann rausgenommen, um den Wald auszulichten. Dann haben wir keine Markierung mehr. Ich muss darauf hoffen, dass wir
auf dem Boden erkennen, wo es lang geht. Ich glaube, das ist jetzt relativ einfach. Ja. Und wieder verschieben sich meine Orientierungspunkte. Zwischen Nadel- und Laubwald ging es lang. Hier oben an der Ecke ist auch schon mal kein Nadelwald mehr. Okay. Aber noch können wir gut finden. Als ich das letzte Mal hier war, haben wir den Hermannsweg nochmal wieder gefunden gehabt. Aber er scheint mittlerweile wieder untergegangen zu sein, dass wir, dann suchen wir uns den einfach selber wieder. Dann müssen wir so quer zum Marienbildchen rüber. Aber vielleicht finden wir ja doch noch irgendwo einen Rest davon. Ah, wahrscheinlich war es wieder mein Fehler. Das war der Weg, von dem aus ich den Hermannsweg hatte finden wollen. Und das Dreieck, das verschwunden war, ist erst hier gewesen. Heinrichspfad, nicht Hermannsweg, Heinrichspfad. Ich habe sogar den Namen falsch, kannst du es glauben? Ja, da kam man mal her und da ging er mal hin. Ja. Hier ist auch der Bach. Okay. Irgendwo kommt man. Ah. Hier sieht es auch wieder ein bisschen fadig aus. Aber naja, man muss ein bisschen improvisieren. So richtig reaktiviert ist der Pfad dann wohl doch nicht. Ja, dieses Mal habe ich ihn gefunden. Es war ein bisschen trickreich mittendrin, aber wir mussten uns jetzt nicht wie letztes Jahr da durchkämpfen, weil ich den Weg nicht gefunden hatte. Ja, filmen wir noch ein bisschen normale Weg.